Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Alter, könnt ihr aufhören, mich früh anzurufen, wenn ich hier irgendwas mache? Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke. Wir sammeln jetzt hier ein bisschen fleißig Zeug ein. Da liegen nämlich ganz viele Items und hier sind auch viele Trainer. Und da habe ich jetzt gerade Lust, auch mal ein bisschen zu kämpfen. Natürlich nur mit meinem gefreiten Kumpel Schwalbi. Ich überlege manchmal, ob ich die Attacken ausmache, weil es halt schneller geht, aber ich finde, das hat immer was, wenn man die Attacken doch sieht, finde ich. Nee, sieht mich nicht. Sag aber den. Uff. Haha. Wow, das hat sich gelohnt. Na komm hier. Zack. Einen heftigen Kampf müssen wir doch machen. Oh, das sind jetzt aber dann auch direkt zwei. Du willst gegen mich. Ja, erst ich habe eben erst mit meinen Pokémon angefangen. Oh, ich habe einen Mückenstich direkt am Schulterblatt. Oh, gemein. Was ist denn das für ein Nerd? Ninja Junge und Pokémaniac Arndt. Und Lutz. Flammara und Mudogel. Auch zwei sehr coole Pokémon. Aber das sage ich halt so viel. Warum? Oh, wann habe ich denn das nach vorne gesetzt? Ich dödel. Na, 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 na. Ich weiß, ich tausche. Muss mich mal erkundigen, wann sich diese ganzen Pokémon entwickeln. Okay, nein, muss ich nicht. Muschas Wasserstein und Spoink. 26 vielleicht? 28? Keine Ahnung. Irgendwas in dem Dreh. Oh, hätte ich mal Mudogel angegriffen. Ist ja egal, mal gucken, was kommt. Level 19! Yeah! Wasser-Pokémon! Yeah! Jurob! Durch, durch, durch! Haha! ja. Komm, fall mal bitte um. Cool. Weil jetzt mein Silberblick auf zwei Pokémon, die da sind. Da. Oh, Alter, warte schon mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, seit Pokémon Go gibt es ganz viele Pokémon, die ich in einem anderen Licht sehe oder die ich einfach auf einmal richtig mag. Dazu gehören Dragoran, Despota und vor allem Machomai. Alter, Machomai finde ich mittlerweile so cool. Hat einfach vier Arme und vier Schultern. Es hat vier Schultern, Leute. Hat einfach vier Schultern. Habt ihr vier Schultern? Wenn ja, okay. Gerne, wenn ihr wollt, können wir da gerne mal drüber reden. Jetzt kümmere ich mich erstmal weiter hier drum. Na, reicht nicht für Jurob, ne? Nee. Eine Kopfnuss. Mal gucken, was der nächste Trainer zu bieten hat. Ich mag das jetzt auch, so die ganzen Pokémon so random, Pokémon-Spiele random zu spielen, weil man dann auch mal mehr Pokémon irgendwie benutzt einfach. Natürlich ist es was anderes, ein Kakelo mit Flügelschlag zu benutzen. Vulkan? Aschenwirbler. Habt ihr das Wort gesehen? Vulkan-Aschenwirbler. Hallo, Sir. Bist du gerade dabei, Vulkanasche zu sammeln? Nee. Das habe ich als Kind gern gemacht. Aber auch nur, weil ich die Zahl dann gerne hoch haben wollte. Oh, Corazon ist auch cool. Vor allem sieht man hier viele, in den letzten Pokémon Smaragd, viele Pokémon-Sprites, die man in der Regel halt nicht sieht. Ohne Tauschen oder Kampfzone. Ist die Kampfzone auch random? Oh mein Gott, wie cool wäre das, wenn ich die Kampfzone auch machen würde. Leute. Aber das ist anstrengend, da muss man schon gute Pokémon haben. Da könnte man ja dann mit dem Randomizer, also nicht mit dem Random, aber mit dem Nuzlocke-Zeug aufhören, weil es wäre ja Schwachsinn. Aber wollen wir uns auch an die Kampfzone wagen? Das müsste... Oh, welcher Part ist denn das? Das hier müsste Part 11 sein. Part 7 kommt am Sonntag. 8? 19? Donnerstag. Am Donnerstag würde er kommen. Da muss ich mal nochmal drauf hinweisen. Das ist hier eine Frage... Dieser Let's Player stellt eine Frage in seinem Video. Werden die Zuschauer antworten? Und wenn ja, was werden sie antworten? Wollen sie überhaupt antworten? Wollen sie noch mehr davon sehen, was der hier macht? Weil dann können wir das Projekt ja einfach noch ein bisschen laufen lassen. Na gut. Und machen dann hier statt links die Orden die Kampfzonen-Symbole. Obwohl, das kann wahrscheinlich richtig lange dauern. Aber das könnte ich auch zerschneiden. Weil ich das einfach mal so nebenbei für mich mache. So mit Comment, irgendwie mal, mich mal zwei Stunden hinsetze und dann immer mal so ein einzelnes. Warum ist denn das beim letzten Mal nicht gekommen? Was kam? Farbigel! Farbigel war da! Weg damit! Alter, dass es die Attacke Ausdauer noch gibt. Oder... Die hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Die habe ich gerne im Pokémon Stadium benutzt. Da-da! Jetzt sind wir schon 5 Minuten im Part drin und nichts Interessantes ist passiert. Doch, gute Kämpfe. Wir sind Level 35 und haben uns immer noch nicht entwickelt. Nicht gucken. Ich will eigentlich jetzt auch die Items sammeln. Hauptsächlich.
All hail Lord Helix Junior. All hail Lord Helix. Ja, jetzt ein Volltreffer. Lord Helix Junior, Entschuldigung. So. Wasserstein. Was soll denn das? Eine dramatische Frechheit. Oh, das hätte ich so gern gehabt. Es ist ein kleiner Elefant. Oh mein Gott, Entschuldigung, der ich geflohen bin. Knurr mich nicht so an. Du. Ding, du. Ja, dem habe ich es voll gezeigt. Oh. Voll reingerast. Aus der Asche erhebe ich mich, Kicher. Ja. Ah, ich bin ein Ninja. Aber eigentlich bin ein Ninja-Junge. Oh, ein Aerodactyl von Ninja-Junge. Das ist schneller als ich. Ich werde wahnsinnig. Aber ich kann das auch. Ist aber bestimmt nicht stark. Ja! Das habe ich jetzt voll weg vom Mikrofon gesagt, weil ich mich voll gefreut habe. Ich habe vor allem... Ich habe gerade in die Richtung gezeigt, in die ich gesprochen habe. Und ich mache es gerade schon wieder. Seht ihr ja gar nicht. Ich mache ja ohne Facecam, weil muss ja nicht. So hübsch bin ich gar nicht. Und Zwirrlicht. Es kommt ganz schön oft, Zwirrlicht. Ich habe hier gerade, also nach jedem Part mache ich kurz Pause, trink was oder so oder gehe ins Handy. Und jetzt habe ich hier aber noch einen Becher mit Cola stehen und will andauernd da so hingreifen und währenddessen was trinken. Dann denke ich mir, nein, nicht machen, das ist voll unhöflich. Das sind Luxusprobleme, die ich hier aussehe. Jaha, werde Zeuge der Registrierung. Alter, der Ninja hat sich einfach in mein Handy eingetragen. Oh nein! Die Frage ist, was wäre das vorher? Und die andere Frage ist, wer kann das jetzt vielleicht doch lernen? Bei Gewaldro wäre das natürlich ganz cool. Alter! Lucky, was ist denn das normalerweise für eine Attacke? TM22, muss ich nachher mal gucken. Ruxokeep bleibt auf jeden Fall. Wir sind alle noch unter Level 20. Ich möchte Schwalbe erstmal noch Level. Weiß ja nicht. Ich möchte es sich entwickeln lassen und dann. Ach komm. Schlecht gewählt. Regi Eis und Regi Stil. Beide auf einmal. Danach Rayquaza und Logok. Stalus. Und Potrot. Ah. Unangenehm. Was macht denn das bei Stalus? Ist das dann normal? Ja, ne? Oh, Potrot. Mach nicht den. Och, noch. Damit kann man doch gut leben. Ah! Steine! Ich habe im Kindergarten, habe ich mal versucht, mit Steinen, Kastanien vom Baum zu feuern. Und dann habe ich die Steine so genommen, habe die hoch in Richtung Baum geworfen, irgendwie 7, 8, 9 Stück. Und auf der anderen Seite stand das Mädchen, das ich verknallt war. Und die hat halt voll die Breitseite von Steinen bekommen. Die hat so auch dahin geguckt, wo ich Stein geworfen habe. Ich dachte mir, Alter, ja. Jetzt, die mag das. Und dann sind die Steine auf ihr gelandet und dann mochte die das überhaupt nicht mehr. Oh, ich kann mich noch daran erinnern, wie die Erzieherin kam. Ach, Max. Oh, war keine gute Idee, ne? Eieiei. Oh. Drastisch. Drastische Erinnerung. Ich weiß auch, dass ich dem Mädchen mal am Pferdeschwanz gezogen habe. Und ich habe keinen Plan, warum. Komisch. Naja, Kinder. Die Windung. Och, Stalus. Och, klammer wen anders. Klammer mich nicht. Och, ich vergesse es immer wieder. So, jetzt lass da bitte irgendwie Ammonitas oder Amoroso als nächstes kommen. Weil Gigasauger wäre da voll cool gegen. Ja, yeah, Level 15. Ich mag mein Gewaldro.
Natürlich ein Biber. Das ist ja... Vom Typ her ist das genau das Gegenteil von dem, was ich wollte. Ich weiß nicht, wie das jetzt... Also, wie Pflanze zu Käfer steht. Aber... Wow. Ich glaube, das wurde das jetzt vierfach geteilt? Ich glaube schon. Kann ich mir gut vorstellen. 1 KP abgezogen, 0 zurückbekommen. Level 16, jetzt darfst du schon eine Menge Sachen machen. Nein, ich mag keine Käferattacken. Sunny lärmt nichts hier. Nicht in meiner Anwesenheit. So, Pokécenter. Hallo. Da steht eine vor meinem PC. Das würde ich bei mir zu Hause niemals zulassen, junge Dame. Dass hier irgendjemand vor meinem Rechner steht, der an der Wand montiert ist. Hallo, wer bist du? Ja, ich habe hier das Pokémon-Lagerungssystem gemacht. Ja. Du hast das entwickelt? Was ist mit... Lanette. Wenn du magst, besuch mich doch mal. Die gibt mir, glaube ich, eine TM. Das heißt, ich werde auf jeden Fall vorbeischauen, weil eben gerade haben wir mit Gigasauger ganz schön gut gegriffen. So, ja, jetzt sind wir halt hier. Wir haben ja ein paar Trainer gemacht. Da holen wir uns nochmal ein paar Bälle. Und vielleicht auch mal einen Supertrank wieder. Ja, kommen hier zwei davon. Und der Rest davon. Verdammte Gewaltrohr hat uns alle abgeknüpft. Oh nein, nur noch 14 Pokédollar. Wir sind arm. Wer wohnt hier? Hallo. Du bist nicht landet, oder? Nee. Meteorfälle, Team Magma. Das wird, einige Leute von Team Magma sind mit ihm dabei. Haus des Attackenhelfers. Da hinten geht's dann in die Höhle für Ditto. Oh, Route 114. Dann muss ich erstmal gucken. Ja, hier ist 113. Meta aus City. Bin ich von da aus mal hochgegangen? Nee. Nö, das heißt, ich darf hier noch ordentlich fangen. Düdüdü. Hallo, Sir. Ich laufe mal hier entlang. Ha! Verdammt! Verdammt, ich noch eins. Nach dem Essen muss ich Sport treiben. Also lass uns kämpfen. Wenn du Sport treiben musst, dann sind nicht deine Pokémon die Austragenden. Oh, Simsala ist auch cool. Einen Flügelschlag bitte. Oh, Level 36. Vielleicht passiert es dann gleich endlich. Ich nehme jetzt übrigens auch ganz viel. Also ich nehme jetzt so weit auf, dass ich dann bei Part 13 bin. Weil ich jetzt zurzeit wegen Arbeit am besten samstags zum Aufnehmen komme. Weil ich dann immer für eine Woche vorproduziere. Weil dann kann ich das einfach gediegener abends irgendwie fertig machen. Innerhalb der Woche. Dass ihr auch jeden Tag eure zwei Videos habt. Ich mache ja sogar aktuell jeden Tag genau um 18 Uhr beide Videos. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber irgendwie gefällt mir das. Gibt's da oben ein Item? Als ob. Komm. Alter, überall die Traumbriefe. Wir haben doch schon einen, oder? Wo sind die Items? Alter, zwei Stück. Ich will... Das gibt... Hallo. Oh, Max, Entschuldigung, dass ich hier so chaotisch... Das sieht sehr gut aus. Händigen Pokémon, die hätte ich gern. Eine Turzelpuppe. Sowas kann man auch... Gibt die einem normalerweise eine Puppe? Ich dachte, die gibt einem eine TM. Wieder ist nichts. Hey, Doppelkampf. Mit Gewaltrohr kann uns nichts mehr stoppen. Was wäre das Schlimmste, wenn ich ein Gras, ein Pflanzen und ein Normal-Pokémon habe? Ein Kampf-Feuer-Pokémon oder ein Kampf-Flug-Pokémon. Rassadero. Kapaloris und Quiekel. Quiekel mag ich mittlerweile auch total. Und Keifel und Mammutel. Thanks to Pokémon Go. Wir kümmern uns erstmal darum. Ja. Komm, hau auch einfach mit drauf. Zur Sicherheit. Gut. Da. Oh, der Part ist ja gleich schon wieder vorbei. Aber dann versuche ich hier noch irgendwas zu fangen. Naturkraft. Wurde zu Sternschauer. Das ist eine Überraschung. Aua. Oh, das ist 2 Level höher als mein Sunny. Du spinnst wohl. Du Lümmel. War jetzt mein Sunny schneller? Oh nein. Nicht gut. Oh, keine Level-Ups in dieser Folge hier. Oder nicht genügend, meine ich. Geh weg. Weißt du, wisst ihr, ich sag natürlich so, ey, keine Level-Ups und dann gehe ich aber vorbei und kämpfe nicht. Ein Bisasam
Das nehme ich natürlich mit, weil Pokémon haben ist besser als Pokémon brauchen. Oh, obwohl 20 Level. Und Walschal. Oh, darf ich noch mal? Ich müsste eigentlich noch mal dürfen, oder? Du dummes Pokémon. Ich versuche das jetzt einfach direkt zu fangen. Ey, und dann könnte ich da ja auch direkt einfach mal EP-Teiler geben, weil das entwickelt sich ja bald. Ja. Nein, oh, das ist, macht es dasselbe wie Gewaldro. Nur mit Gift. Die 15-Minuten-Marke ist überschritten. Das rendert mir sonst immer zu lange. Oh, ich muss für morgen, für Montag den Partner vorbereiten. Mein Arm juckt. Och, Mann. Habe ich noch ein Gegengift? Ich könnte schwören, ich habe zwei gekauft. Habe ich überhaupt welche gekauft? Oh Gott, ich hoffe. Na komm, hier hat ja nur ein bisschen... Es hat nur ein bisschen Verteidigung verloren. Also. Toxin wäre echt fies. So, so sieht's nämlich aus. Hör auf. Mach nicht den. Supertrank, danke. Ich hätte auch einfach zu Gewaldro wechseln können. Obwohl, vergiftet ist auch. Hör auf, so zu nerven jetzt. Haben will. Los. Am Ende habe ich nur Pflanzenstarter im Team. Alle drei. Ja, so. Och, Menno. Was denn? Was denn? Warum bist du so? Ich kann nicht... Ich kann es nicht verantworten, dass Schwalbi wegen einem fruchtlosen Fangversuch drauf geht. Ja, das ist mir egal. Ey, wenn ich das habe, dann habe ich auch was hier den irgendwie... die einschläfern kann. Dann hilft mir das irgendwann später. Auch wenn ich doch jetzt nur irgendwas mit Synchro hätte. Subsiana. Hallo? Sag mal, ich wollte eigentlich irgendwie mit dir eine Connection aufbauen. Du wirst mein sechstes Teammitglied. Hinter einem Schwein. Ah, das hatte ich jetzt überzeugt, hä? Ich hätte nicht so sticheln sollen. Jetzt, hier. Beruhig dich, Bisasam. Oh, jetzt sind wir schon 2 Minuten noch an hier. Na ha? So. So sehen Teamgewinnungsmaßnahmen aus. Bisasam macht gerne ein Nickerchen im Sonnenschein. Auf seinem Rücken trägt es einen Samen. Indem es Sonnenstrahlen aufsaugt, wird der Samen stetig größer. Toll. Gewaldro ist Sunny und das ist Sunny. So. Bevor ich mein Pokémon jetzt verliere. Zack. Und auf zum Pokémon Center und dann beenden wir die Folge. Und gehen von da aus nochmal hier runter. Bam, bam, bam. Oh mein Gott. Das wäre das Schlimmste, wenn die Folge so enden würde. Explosion. Alles weg. Oh mein Gott. Nein. Oh, ich hätte so Spoink oder so machen sollen, wenn das jetzt explodiert. Flucht nicht möglich. Boah. Puh. Thank you very much. Oh meine Güte. Da muss man sich noch mit sowas beschäftigen. Unglaublich. Unglaublich. So, wir fahren noch schnell wieder runter, damit wir beim nächsten Mal direkt da starten können. Aber dann würde ich jetzt schon mal die Verabschiedung einleiten. Ich bin gespannt, ob der Part unter 20 Minuten bleibt. Sonst werde ich den ganz abrupt abbrechen. Einfach so, piep. Aber nein, so weit wird es bestimmt nicht kommen. So, denn hier machen wir Feierabend. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis dahin und tschüss.